Mit ihrem roten Uniformrock und dem breitkrempigen Hut sind die Polizisten der Royal Canadian Mounted Police, kurz RCMP, eines der Wahrzeichen Kanadas. Aber die Mounties sind weit mehr als nur Teil von Legenden und Folklore. Die RCMP gehört zu den modernsten und fortschrittlichsten Polizeikräften der Welt. Die Mounties sind bei der Bevölkerung sehr beliebt. Zu den Appellen in der Trainingsakademie in Regina kommen regelmäßig mehrere hundert Schaulustige. Wir sind sehr stolz auf die Mounties. Die sind in der ganzen Welt bekannt. Ich mag die spektakulären Uniformen und die Pferde. Wir sind hergekommen, um Spaß zu haben, aber auch um unsere hervorragende Polizei zu würdigen. Wer ein Mountie werden will, muss zuerst einen 6-monatigen harten Drill überstehen. Von den jährlich 6.000 Bewerbern schaffen nur 600 die Aufnahmeprüfung. Und nur 400 von ihnen stehen die Ausbildung bis zum Ende durch. Der tägliche Drill zehrt an den Nerven. Aufgeben kommt für den angehenden Mountie Michael Pfeiffer aber nicht in Frage. Die versuchen, dich fertig zu machen. Aber man darf sich nichts anmerken lassen, sonst ist man verloren. Dann macht man noch mehr Liegestützen, als wir das heute getan haben. Im Gleichschritt geht es zur nächsten Unterrichtsstunde. Montag bis Freitag. Von morgens um 7 bis abends um 6. Old Crow im äußersten Norden Kanadas. Dort ist einer der entlegensten Außenposten der Mounties. Vor allem Straftaten unter Alkoholeinfluss waren in dem 280-Seelenort früher an der Tagesordnung. Daher ist hier seit 1991 jeglicher Alkoholkonsum untersagt. Die Mounties Darren Michaels und Mark London überwachen die Einhaltung des Verbots. Uns hat jemand gesagt, dass ein 20- bis 30-Jähriger betrunken durch den Ort stolpert. Wenn wir ihn sehen, nehmen wir ihn wegen öffentlicher Trunkenheit in Old Crow fest und stecken ihn zur Ausnüchterung in die Zelle. Gerade einmal 4 Kilometer Straße gibt es im Ort. Der Täter ist schnell gefunden. Hast du heute getrunken? Mir wurde gesagt, du hast getrunken. Hauch mich mal an. Du hast getrunken. Der junge Mann muss zum Promilletest in die Polizeistation. Stärker, komm. Versuche nicht zu betrügen. Ich kann sehen, ob du bläst oder nicht. Versuche nicht, das Gerät zu überlisten. Lang, stark und gleichmäßig. Lang, stark und gleichmäßig. Weiter, weiter, weiter. Wenn das Gerät Fail anzeigt, muss der Trinker die Nacht in der Zelle verbringen. An diesem Tag hat er kein Glück. Fail. Hast du irgendwas in deinen Taschen? Nichts? Hände an die Wand. Ich werde dich jetzt durchsuchen. Füße auseinander. Etwas weiter? Okay. Du musst 2 dieser Hosen ausziehen. Du hast zu viele Hosen an. Sogar in der Abgeschiedenheit von Old Crow müssen sich die Mounties nach Verhaftungen mit lästigen Formularen plagen. Ansonsten aber unterscheidet sich die Arbeit stark vom Polizeialltag in der Stadt. Jemandem sind einmal Schneeschuhe aus dem Haus gestohlen worden. Und man hat mir beschrieben, dass sie aus Holz gemacht sind, gelbliche Farbe. So wie jeder Schneeschuh hier. Wir müssen uns hier um Fälle kümmern, mit denen man in Großstädten nichts zu tun hat. Dort schließen alle ihre Türen ab, das macht hier niemand.
Das Freizeitangebot nach Dienstschluss ist für die Mounties sehr beschränkt. Kneipen, Cafés oder Kinos gibt es hier nicht. Trotzdem kommt keine Langeweile auf. Beim Spaziergang durch den Ort werden die Beamten ständig von Einwohnern wegen kleiner Probleme angesprochen. Man ist hier 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche im Dienst. Wenn man offiziell Dienst hat, zieht man die Uniform an. Dave hat seine einfach angelassen. Die Leute wissen sowieso, wer wir sind. Über 3000 Kilometer weiter südlich auf dem Flughafen Chilliwack, kurz vor Vancouver. Der Mountie Eric Heinz und der Forstbeamte Ian Hartley gehören zu einer Spezialeinheit, die das illegale Fällen geschützter Bäume verfolgt. Ohne Hubschrauber wäre ihre Arbeit unmöglich. Wenn ein Baum gefällt wird, hinterlässt das eine große Lücke. Wenn wir da mit dem Hubschrauber drüber fliegen, springt einem der weiße Stumpf sofort ins Auge, wenn er nicht getarnt wurde. Besonders auf die jahrhundertealten Rotzedern haben es die Holzdiebe abgesehen. Ein einziger dieser wertvollen Bäume bringt schnell mehrere tausend Euro. Und das Risiko, auf frischer Tat ertappt zu werden, ist in den unendlichen Weiten der kanadischen Wälder ziemlich gering. Mountie Eric Heinz hat etwas entdeckt. It's right in that section right in here, right up against the river. That's probably a good spot. I'll just land us right there in that little spot there. Die Hubschrauberpiloten der Einheit sind alle trainierte Spezialisten. Denn das Landen auf kleinster Fläche zwischen den Bäumen ist nicht ungefährlich. Ian Hartley hat den Stumpf einer gefällten Rotzeder gefunden. Trotz der Tarnung mit Erde und Büschen waren die Diebe beim Verwischen der Spuren nicht sorgfältig genug. Die haben nicht daran gedacht, die Baumkrone zu verstecken. Ich habe vom Hubschrauber aus gesehen, dass die im Fluss liegt. Erfahrungsgemäß fällen die Holzdiebe immer mehrere Bäume in der gleichen Gegend. Bereits kurze Zeit später werden die Männer der Spezialeinheit wieder fündig. Der hier ist 300 bis 400 Jahre alt. In der Mitte ist er ein bisschen verrottet. Da haben die nicht viel rausgeholt. Aber der Baum selber war noch absolut lebensfähig. Der hätte locker noch ein paar hundert Jahre gestanden. Der war innen bis zur Spitze verrottet. Die haben aus diesem Baum kaum was rausgeholt. Vielleicht ein paar Stücke, aber sehr wenig. Selten ertappt die Spezialeinheit die Holzdiebe in den weiten Wäldern Kanadas auf frischer Tat. Die Hauptaufgabe besteht in der Spurensuche. Mounties sorgen aber nicht nur in der Wildnis für Recht und Ordnung. Surrey, eine Stadt vor den Toren Vancouvers, gilt als der gefährlichste Bezirk ganz Kanadas. Sean McLaughlin kämpft hier gegen Gewalt und Drogendealer. Meist ist er auf Streife allein unterwegs. Wir können grundsätzlich Unterstützung anfordern. Wenn uns etwas passiert, dann in den ersten 30 bis 60 Sekunden, wenn wir allein an einem Einsatzort sind. Ein Anwohner hat die Mounties alarmiert. Bei einem Jugendzentrum sollen ein Rollstuhlfahrer und seine zwei Freunde Drogen an Kinder verkaufen. Sean McLaughlin und ein Kollege durchsuchen die Verdächtigen. Verschränke deine Hände oder ich lege dir Handschellen an. Lass gut sein, gib mir die Hand. Sicherheitshalber legt Sean McLaughlin dem jungen Mann trotzdem Handschellen an. Die Mounties werden schnell fündig. Die Dealer haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, das Rauschgift zu verstecken. Ein Plastikbeutel voller Marihuana liegt offen am Boden. Für Sean McLaughlin ist das Alltag. People see this
Die Leute sehen das und denken, das wäre was ziemlich Schwerwiegendes. Aber wenn man die Gegend hier kennt, gewöhnt man sich daran. Es ist lange nicht so schlimm wie die Drogenhäuser in diesem Bezirk. Dort verkaufen sie rund um die Uhr jede Menge Crack. Wir versuchen uns eher auf die größeren Fische zu konzentrieren. Sean McLaughlin beschlagnahmt das Rauschgift. Die Kleindealer lässt er allerdings ziehen. Wenig später ein Notruf wegen einer Schlägerei in einer Bar. Als Sean McLaughlin eintrifft, haben sich die Wogen bereits geglättet. Die angeblichen Täter sind verschwunden. Es gab hier Ärger zwischen Familienmitgliedern. Die haben sich beim Essen gestritten und das Ganze ist in eine Schlägerei ausgeartet. Es sind ein paar Flaschen geflogen und Drohungen ausgesprochen worden. Wir fahren jetzt mal zum anderen Teil der Familie und hören uns deren Version an. Vielleicht ist dann zumindest für heute Nacht Ruhe. Hello, police. Hi, RCMP. Godette, G-A-U, was arguing with him about the... I'm gonna beat you down. That's what he said to me. Er hat gesagt, dass er mich zusammenschlägt, obwohl ich doch eine Frau bin. Geld hat er bekommen, um mich zusammenzuschlagen. Und mein Mann hat mich nur verteidigt. Mountie Sean McLaughlin hat von dem Familienzwist genug. Hört auf, euch mit denen zu treffen. Benehmt euch wie Erwachsene und trinkt nicht mehr mit denen. Sonst fliegen wieder die Fäuste. Das war's. Wir werden uns nicht in eure Familienangelegenheiten einmischen. Die wissen nicht so genau, was sie von dir als Polizist halten sollen. Vor allem wollen sie, dass du ihnen glaubst. Und wenn du ihnen sagst, dass du nur hier bist, um ihnen mitzuteilen, dass sie die anderen Familienmitglieder meiden müssen, weil es immer Ärger gibt, dann wollen sie dich überzeugen, dass die anderen schuld sind.